Hallo und willkommen. Ich bin Meister Leinzer and you're watching Get Germanized German Stories read slowly. Today Max und Moritz, eine Bubengeschichte in sieben Streichen. Zweiter Streich bei Wilhelm Busch. I am bored. what should I do? Ah, ich weiß. Guck. These videos are made possible by my supporters on Patreon.com/getGermanized. So, if you enjoyed the video, consider supporting the channel. Let's get started. Lasst uns anfangen. Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen die hinieden, schon so früh. Abgeschieden, ganz im stillen und in Ehren, Gut gebraten, zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, Als sie nun so nackt und bloß, Abgerupft am Herde lagen, Sie, die einst in schönen Tagen, Bald im Hofe, bald im Garten, Lebensfroh im Sande scharten. Ach, Frau Bolte weint aufs neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses, Schnell aufs Dach gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, Die schon ohne Kopf und Gurgeln Lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller, Witwe Bolte in den Keller, Dass sie von dem Sauerkohle Eine Portion sich hole, Wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache Ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht Eine Angel mitgebracht schnupp die wupp da wird nach oben schon ein huhn heraufgehoben schnupp die wupp jetzt Numro zwei schnupp die wupp jetzt numro drei und jetzt kommt noch numro vier schnupp die wupp dich haben wir zwar der spitz sah es genau und er bellt Ravau, raw! aber schon sind sie ganz munter, fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. O oh, du Spitz, du Ungetüm, aber wart, ich komme ihm. Mit dem Löffel, groß und schwer, Geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wegeschrei, Denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke Schnarchen aber an der Hecke. Und vom ganzen Hühnerschmaus, Guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich. Doch der dritte folgt sogleich. That was Max und Moritz eine Bubengeschichte in sieben Streichen. Der zweite Streich bei Wilhelm Busch. If you enjoyed the video, you know what to do. Leave a like, subscribe. Well, and follow me on my social media. You can find the links to them in the video description. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen.